Ich werde Sie jetzt mal mit den fiesen Sieben konfrontieren, Herr Ferch. Die fiesen Sieben? Die fiesen Sieben. Was sind die fiesen Sieben? Zum Beispiel diese Frage. Warum haben Sie sich nach der Rolle des Caulaincourt in der Napoleon-Verfilmung vorgenommen, nie wieder ein Backenbart zu tragen? Weil es gejuckt hat. War der aufgeklebt? Ja. Das sah echt ungünstig aus, muss man sagen. Ja, es war die Zeit. Sah scheiße aus. Aber es war erforderlich. Woran merkt eine Frau, dass Sie sie aufregend finden? Dass ich ihr in die Augen schaue. Mhm. Länger. Länger? Ja. Aber es ist nicht so, dass das Ihnen dann hier so... Das ist mir noch nicht aufgefallen. Vielleicht ist es so, aber mir ist das noch nicht aufgefallen. Das sagen Sie dann aber auch. Haben Sie schon mal gesagt, ich finde Sie aufregend? Ich guck ja, habe ich doch gerade gesagt. Nein, aber kann man noch was dazu sagen? Also, muss ja das aus dem beim Gucken bleibt ja nicht. Nee, das mache ich nicht. Das bin ich zu schüchtern zu. Ach, das sind Sie zu schüchtern zu? Ja, das ist man könnte sehr schnell einen Korb kriegen. Ach, tatsächlich? Weil von Serge Gainsbourg ist zum Beispiel überliefert, dass der zu Frauen hingegangen ist und gesagt hat, ich möchte sehr gerne mit Ihnen schlafen. Das würden Sie nicht machen, zu schüchtern. Nee, das wäre... Sie sind ja auch verheiratet. Ja, das darf ich sowieso nicht, das will ich auch nicht. Aber da bin ich zu schüchtern gewesen. Für derart offensive Sätze bei einem, noch nicht, bei nicht mal einem Meeting oder bei einem Date, sondern bei einem... Einfach so Entstecken. Ja, nein, da hat man die Hand im Gesicht der Dame meistens, glaube ich. Mhm. Möchte ich nicht riskieren. Was ist Ihr größter Beitrag zur deutschen Einheit? Der Tunnel. Was stört Sie an einer Frau mehr? Zu viele andere Männer oder zu viele Widerworte? Zu viele andere Männer. Mit welcher Begründung könnten Regisseure sagen, der Heino ist auch ganz schön anstrengend geworden? Sie fragen mich Sachen hier, das ist ja, furchtbar. Sie können auch sagen, ich bin nicht anstrengend, ich bin ein zartes Pflänzchen, ich gehe zum Dreh, mache meinen Job, gehe nach Hause. Nee, ich mische mich ein. Ach so. Aber dann, wenn es mich betrifft, dann mische ich mich ein. Nicht so wie, was spielt die denn da? Nein, das mache ich nicht. Nein, das gehört sich auch nicht. Wenn man sowas denken würde, müsste man das auch eleganter lösen. Aber ein guter Regisseur, und ich hatte bisher fast immer das Glück, mit einem sehr guten Regisseur zu arbeiten, der merkt das denn schon, wenn da jemand was anderes spielt, was eigentlich nicht auf den Tisch gehört jetzt. Wann sind Sie für Heldenrollen zu alt? Kommt auf die Definition des Helden an. Alternder Held geht ja auch noch. Ja. Ja, so, mit dem Rentenalter ganz bestimmt. Welchen männlichen Schauspielkollegen würden Sie gerne einmal nackt sehen? Armin Rohde, deshalb gucke ich mir heute Abend noch mal St. Pauli-Nacht an. Ist der nackt über die Reeperbahn gelaufen? Ja, der ist im Puff, ich glaube, der war bei einer Razzia, war er im Puff in dem Stück. In dem Film und hat... Und ist dann geflohen. Und das haben die zwei Tage diese Flucht drehen müssen. Da musste er, glaube ich, zwei komplette Drehnächte, musste er nackt über die Reeperbahn laufen.